Sind die wahrscheinlich alle wieder gespawnt? Natürlich. Dann schnell nach oben. So. Jetzt schaffen wir es in einem Mal runter, sowieso nicht. Denn die müssen wir erst aus dem Weg räumen, damit die uns auf dem Weg nach unten nicht behindern. Okay, 4 von 5 haben wir. Das versteckte Gemälde müssen wir auch noch finden und verbrennen. Auf ein neues. Das kann nicht wahr sein. Das reicht immer so gerade nicht. Einfach so machen wir noch. Ansonsten gehen wir erstmal weiter. Nicht, dass danach noch eine Fee kommt und wir den ganzen Weg hier, die ganze Mühe umsonst machen. Okay, springen ist anscheinend langsamer. Ja, Moment, aber jetzt sind wir doch wieder am Start, oder? Hier haben wir doch angefangen. Vielleicht kommen wir da auch schneller runter, wenn wir runterspringen, anstatt durch die Höhle zu laufen. Das ist wahrscheinlich die effektiv klügere Idee. Nur ganz kurz gucken, von wo kommen wir denn da hin? Okay, da sehe ich auf jeden Fall noch ein paar Edelsteine da drüben. Aber ich denke doch, wir probieren das mal. Dass wir hier nicht durch die Höhle laufen. Sondern hier rechts rum. Und dann sind wir hier doch 100-mal schneller bei der Spinne. Jawoll. Gut. Wir haben erst 2 Drachen. Und wir haben auch erst noch gar kein Ei gefunden. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. So, aber euch habe ich natürlich nicht vergessen. So. Jetzt kann man ja auch ohne weiteres die Höhle begutachten. Und auch das versteckte Gemälde suchen, das sich hier in der Höhle wahrscheinlich befindet. Das wir auch nur mit dem Superfeuer verbrennen können, so schätze ich das zumindest. Naja, vielleicht auch nicht. Das könnte ja alles sein. Verbrenne das versteckte Gemälde. Soweit sehe ich zumindest kein verstecktes Gemälde, aber na gut.
Nee, soweit sehe ich nichts. Gut, dann müssen wir wieder in Richtung des Schlosses da drüben. Das Feuer-Power-Up können wir uns ja mal mitnehmen, einfach weil Sparrow mega cool damit aussieht. Hi? Was ist mit euch? Soll ich zu euch reinspringen, oder? Okay. Spannend. Oh. Da hätte ich wohl reintreffen sollen. Okay. Erstmal haben wir den nächsten Drachen, Cedric, und das Exit-Portal. Kombiniere deine Superladung mit dem Springen und Gleiten, um die luftigen Höhlen zu erkunden. Danke für den Tipp. Wie viele Edelsteine haben wir hier? 500. Feen? Hallo? Gut, haben wir auf jeden Fall die Superladung gefunden, die wir anfänglich auch schon angesprochen haben. Yeah. Bis dahinter durch sollen wir die führen. Okay, aber da verlieren wir die Superladung. Ja, also wir dürfen nicht gleiten währenddessen. Na gut. Okay, das war nur nochmal ein ganz kurzer Versuch, ob ich den Sprint-Button loslassen kann oder ob ich ihn gedrückt halten muss. Aber gut, müssen wir gedrückt halten, kein Problem. Nope, da schaffe ich niemals hier durch. Das muss woanders lang gehen. Wo können wir denn mit der Superladung noch hin? Vielleicht müssen wir hier nach rechts. Mal gucken. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Auch sein Ort, wo ein verstecktes Gemälde sein könnte. Da drüben auch. Und da haben wir auch schon unseren ersten Eierdieb. Kriege ich sowieso noch nicht. Naja, außer er springt wieder einen Abgrund runter, wo wir ein bisschen schneller sind. Dann kriegen wir den wohl durchaus. Das war Ei Nummer 9. So, schön Ausschau halten nach allem. Hier könnte irgendwo sich ein Gemälde befinden, das wir verbrennen müssen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie das Gemälde ausschauen könnte. Deshalb einfach mal
die Augen aufhalten. Das war immerhin schon der erste von zweien. Aber wir haben hier noch einen Eierdieb. Nur wie wir hier wieder wegkommen, ist auch so eine Sache, die ich mich gerade frage. Ah, danke, liebe Feen. Ihr habt mich durchaus gerettet. Reicht das, wenn wir hier durchlaufen? Weil ich weiß gar noch nicht, wohin sonst. Für irgendwas muss der ja hier da sein. So nicht. Nee, durchlaufen reicht auch nicht. Hm. Aber wenn wir da oben wären, wo würden wir denn mit dem Supersprint, wo würden wir da denn hinlaufen? Das ist die andere Frage. Achso, hier haben wir übrigens. Die hätte ich fast übersehen. Oh, wow. Oh mein Gott. Das habe ich jetzt erst gesehen. Oh mein Gott. Ja, man sollte mit offenen Augen durchs Leben rennen, nicht nur mit geschlossenen. Hier ist nämlich auch noch eine Höhle. Und da drüben geht es auch noch weiter. Schaffen wir das? Ja. Wunderbar. Das wäre Eierdieb Nummer 2 und das 10. Drachenei insgesamt. Und hier sind unsere letzten Edelsteine. Und damit haben wir auch dieses Level zu 100% abgeschlossen. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie kommen wir wieder weg? Wahrscheinlich mit Hilfe unserer Feen. Oder wir schaffen es so, aber ich glaube nicht. Nee. Hilfe, danke. So, dann schnell zum Ausgang. Dann haben wir auch dieses Level abgeschlossen. Abflug zurück zu den magischen Künstlern. Mit 3900 Edelsteinen. Wunderbar. So, dann können wir hier einmal durchbrechen. Und ab zum Kristallflug. So, das nächste Fluglevel wird wieder ein bisschen Trial and Error, je nachdem, ob wir das instant hinkriegen oder nicht. So, ich sehe schon Flugzeuge. Dann sehe ich Tore und Kisten. Oh ja, das verspricht... sehr gut zu werden. Und Ringe. Okay. Damit haben wir alles zusammen. Also, es sind diesmal mehr als 4 Gegenstände. Moment, wusste das? Nee, das hat getäuscht. Das war ein Pfeil in die Richtung. Okay. Ein Tor fehlt uns noch, das finden wir schon.
Ein paar Kisten fehlen uns auch noch. Genau genommen eine fehlt uns noch. Okay, wir haben alles ein bisschen chaotisch angefangen. Ich war schneller als die Zeit. Gut. Neuer Versuch. Also ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit den Flugzeugen. Das beginnt schon so chaotisch. Ah, das habe ich nicht getroffen. Nein, nein. Uiuiui. Nein. Ah, oh, ich wollte nur umkehren. Mist. Okay. Na, Versuch. Das beginnt schon chaotisch, aber wir kriegen das hin. Wir. Gut, kein Problem. Sobald wir die Hälfte der Kisten haben, kommen wir wieder bei den Flugzeugen bei. Okay, wir drehen nochmal eine Runde und nehmen ein paar Türchen auf dem Weg mit. Machen vielleicht zuerst die Ringe, die sind hier in einer Reihe. Okay, wow. Das war sehr gut. Das war ein Versuch, ob es tatsächlich schneller ist zu dashen. Für eine Kurve vielleicht, alles andere eher weniger. So, hier haben wir noch ein paar Kisten. Ein Torbogen fehlt uns auch noch. So, und jetzt kommt kein Flugzeug mehr rechtzeitig ran, oder? Doch, 3 Sekunden. Schade, da wären die letzten 2 Objekte gewesen. Okay.